meine Lieben, ich bin's wieder. Ich möchte euch heute mal was Schönes zeigen. Und zwar habt ihr bestimmt auch schon wieder mitbekommen, zumindest ein Teil von euch, haben wir jetzt auch eine kleine Auswahl, die auch immer größer wird und wächst, eine Auswahl an Studio-Leitstanzen im Shop. Und zwar fand ich immer so, ja, also ich habe sowieso so ein Faible für diese ganzen Memory-Book-Geschichten von Tonic Studios. Und da haben wir jetzt übrigens auch Stanzen im Shop, die Handtaschen. Und das wird jetzt auch nach und nach immer mal mehr. Je nachdem, was mein Großhändler da hat, werde ich auch demnächst mehr Tonic Studio Stanzen haben. So, kommen wir jetzt aber erstmal auf die Studio Light. Und zwar kann man aus diesen ja auch Bücher gestalten. Also das ist ja der Grundgedanke dieser Stanzen. Ne? Und da habe ich jetzt diese zwei, eine dritte. Ah ja, die kann ich euch sogar zeigen, die ist hier unten mit drauf. Diese, die wird demnächst jetzt auch im Shop verfügbar sein, wenn ich Glück habe, schon morgen. Hinten drauf sind immer ein paar Beispiele. Sonst müsst ihr auch mal zu, ja, mal bei YouTube oder bei Google mal eingeben. Die Stanzennummer, die steht immer hier hinten mit drauf, da beim EAN-Code. Guckt mal. So, und dann rüber, wenn ihr die in eine Google-Suchleiste eingibt, findet ihr auch ganz viele Beispiele und Muster und wie das gemacht wird. Und die habe ich jetzt auch daraus gestaltet. Ne? Und die hat hinten drauf auch ihre Muster. Da kann man dann zum Beispiel mit einer Fächermappe ergänzen. Da hatte uns die liebe Barbara Franzen auch schon Muster gezeigt von. Und ich habe die jetzt so gemacht. Ich habe das jetzt hier ein Notizbuch in Klammern draus gemacht. Die werden gebunden. Das ist sowas von kinderleicht. Ich habe mich da mal erst gar nicht beigetraut. Aber mittlerweile weiß ich, dass das wirklich ganz simpel ist. So, und diese Blätterstanzen, die sind jetzt übrigens auch die hier vorne drauf. Die sind von Craft Buddy. Die sind auch ganz, 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 ganz neu im Shop. Und hier unten, wo ich die Steinchen draufgeklebt habe, da ist ein Loch. Das ist, ja, da, guck mal, das ist ein Loch. Und zwar können wir dann nämlich jetzt die Blätter über die fertigen Forever Flowers unten an den Blütenkappen stülpen. Dann bräuchten wir da keine Stoffblätter oder was nehmen. Also da können wir unsere, ja, Forever Flowers super schön auch mit ergänzen und oder eben zum Basteln nehmen, ne? Guckt mal. Also wie gesagt, die bekommt ihr auch im Shop bei mir. Hier habe ich dann auf der Rückseite immer ein paar Täschchen eingebaut. Nicht ein paar, jede Rückseite hat ein Täschchen. Die eine Seite habe ich dann immer mit einem Blatt. Das schöne Designpapier zum Beispiel auch bekommt ihr bei mir auch im Shop. Hier ist auch die Blätter, also die sind wirklich toll. Schmucksteine ja sowieso. Na, ja gut, die Stanze, die kennt man, die ist von Action, das gebe ich zu. Die habe ich mir bei Action gegönnt letztens. So, und da könnt ihr wirklich zauberhafte Büchlein draus machen und jedes Buch wird anders, weil es gibt natürlich so viele Varianten, wie wir das alles gestalten können. Das ist einmalig. Na? Ja, wie gesagt, das schöne Designpapier auch. Auch diese Papiere, die sind aus den Studio Light Paper Pads, die ich da in vier verschiedenen Farbtönen habe. Müsst ihr euch auch mal angucken. Ein Traum. Und lassen sich auch ganz toll verarbeiten. Also, das wäre jetzt diese Stanze. Also, das Buch habe ich jetzt überwiegend, ich glaube ausschließlich sogar, mit dieser Stanze gearbeitet. Ne? Ganz simpel, einfach. Und dann habe ich dieses Buchschachtel-Tasche habe ich aus dieser Stanze gearbeitet. Na, wollte ich euch auch mal kurz zeigen. Das Designpapier habe ich jetzt nicht im Shop, das Maritime. Das ist jetzt aus meinem Fundus. Ist auch wieder gebunden. Na, das ist jetzt nur mal so, wie gesagt, ein Designbeispiel, wie ihr das dekorieren könntet. Habe ich mit Magneten verschlossen. Magnete bekommt ihr bei mir auch im Shop. Und dann bin ich angefangen, auch einfach nur wieder klare Seiten für Fotos, für was Schönes zum Schreiben dekoriert, alle verschieden, ne? Und eingebunden. Und hier hinten habe ich dann zum Schluss habe ich hier noch diese Fächermappe gemacht, so eine kleine Einstecktasche. Die könnt ihr da auch mitmachen. Also ganz, ganz easy und bringt super viel Spaß. Hat alles eine schöne Größe, wie man sieht. Das Buch auch, also nicht zu groß, nicht zu wuchtig. Und da könnt ihr euch mit austoben, wie ihr wollt. Gerade wenn ihr jetzt sogar beide hättet oder dann nachher auch die dritte Variante, die Runde, die habe ich euch nochmal mitbestellt. Wie gesagt,
kann man da super viel kombinieren mit untereinander auch. Und so eine Seiten herzustellen ist zum Beispiel ganz einfach. Dann nehmt ihr euch die größte Stanzschablone. Die haben hier oben auch immer so kleine Zippel, sag ich jetzt mal, so kleine Spitzen in der Mitte. Und daher wisst ihr ganz genau, wo die Mitte des Blattes ist, das Papier, was ihr euch ausgestanzt habt. Dann nehmt ihr euch die Lochstanze, die Bindungsstanze, wo ihr dann die Seiten draus macht. So, klebt es so auf, stanzt es im Allgemeinen. Oder ihr stanzt euch erst das Papier auf und legt dann die Stanze drauf, je nachdem, ob ihr auch mit Magnetplatte bei eurer Stanzmaschine arbeitet oder ohne. Ja, und dann falzt ihr das und dann habt ihr schon die Seiten, die da reingebunden werden in den Büchern. Ne? Also das ist jetzt die Stanze hier von dieser Box. Das sieht man, das ist auch die gleiche Größe. Das ist die Größe, das sind die Blätter, die da drin sind. Ne? Oh, ich fange schon wieder an zu stottern. Genau, die sind ja super umfangreich. So, und das Gleiche macht ihr hier zum Beispiel auch mit dem Gerüst der Stanze. Ne? Guckt, wo ist die Mitte. Hier müsst ihr die doppelte Lochung nehmen, weil da ja mehr Seiten rein sollen. Ihr könnt auch natürlich nur eine machen, denn habt ihr das einzeln. So habt ihr die nebeneinander und hier auf dieser Seite hatte ich dann diese Einstecktasche raufgeklebt. Also ihr könnt da wirklich mit spielen, wie verrückt. Jetzt habe ich die andere schon eingepackt gehabt. Das wollte ich euch auch noch mal kurz zeigen. Ah, da ist sie. Ganz kleiner Blick. Hier habe ich das denn. Bei der eckigen macht man das denn jetzt so. Haben wir doch noch eine zwischen. Genau. Die hat jetzt nämlich nicht das Grundgerüst schon da, sage ich jetzt mal. Die Außenverpackung, das was rundherum kommt. Sondern dann müsst ihr euch denn das Viereck nehmen. Die Einzellochungsstanze, ne? Die habe ich da jetzt hier rausgenommen. So, und dann legt ihr euch das aufs Papier, zeichnet das kurz mit dem Bleistift an, wo das sitzt, haltet die da nochmal neben und dann könnt ihr es ausschneiden. Und dann schiebt ihr das einmal durch die Stanzmaschine und dann habt ihr genauso diese Seiten, Entschuldigung, wie ich das euch eben hier bei der länglichen gezeigt habe. Also es ist wirklich immer ganz einfach. Und wenn ihr da Fragen habt, fragt mich einfach nochmal, dann schreibt das unter in den Kommentaren und dann versuche ich da nochmal genauer drauf einzugehen. Aber wie gesagt, es ist Kinder einfach mal ein bisschen Zeit dafür nehmen, sich das mal genau angucken und dann ist das alles, ja, erklärt sich das ja zum Glück dann alles von selbst. Wir sind ja Bastler, ne? Und wie gesagt, die bringen unwahrscheinlich Spaß, die Stanzen. Und ich freue mich darüber sehr, dass wir die jetzt im Shop haben. Und das wäre jetzt hier bei der eckigen, das Blatt, was ich euch eben gezeigt habe, wäre das jetzt hier der Buchrücken. Guckt, ne? Und das stanzt ihr euch aus, falzt es. Die Löcher sind ja auch schon da. Und dann nehmt ihr denn diese Stanzen, macht ihr einmal das Blatt von vorne und einmal von hinten. Und dann eben dieses doppelt gestanzte mit der Lochung. Und dann könnt ihr das dann nachher einbinden. Also es ist kinderleicht. Das wollte ich euch gerne mal gezeigt haben und meine fertigen Muster, damit ihr eine kleine Idee habt, wie das nachher aussehen könnte, wenn es fertig ist. Und wie gesagt, sind Fragen, schreibt es gerne unter. Ich versuche das so schnell wie es geht zu beantworten. Noch sind die Stanzen da. Wie gesagt, die mit den runden, die kommt dann nachher auch nochmal mit den runden Cover. Und ja, ich finde das eigentlich ganz niedlich gemacht. Ah ja, denkt an die schönen Blätter. Ne? Und guckt euch auch mal ruhig um. Es sind auch ganz viele schöne Designpapiere da für jeden Geschmack, die man da schön mit kombinieren kann. Ne? Gut, meine Lieben, das war es eigentlich auch erstmal schon wieder. Damit wollte ich euch nur mal die schönen Stanzen vorgeführt haben, gezeigt haben. Und hier, das finde ich auch niedlich. Da muss ich auch noch mal was mitmachen. Seht ihr das? Da, so rum kann man es sehen. Ne? Das ist ein Schlüsselloch. Da kann man auch noch mitspielen. Also es sind ja auch immer verschiedene Elemente dabei und hier so ein Clip zum Beispiel auch, ganz knuffig und ja, wie gesagt, für die Fächermappen zum Beispiel auch zwei verschiedene Stärken, Größen, einmal ein bisschen breiter und ein bisschen schmaler, so eine Tech-Rausholer, Bordüren sind da ganz tolle bei, also die sind wirklich ihr Geld wert und sind ein Traum, bringen wirklich, wirklich Spaß. Gut, das war es dann jetzt aber tatsächlich erstmal von mir.
Ich wünsche euch, was haben wir denn heute? Donnerstag. Ich wünsche euch einen schönen, kreativen Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen schöneres Wetter wie wir hier. Gut, aber zum Wochenende soll es ja besser werden bei uns. Da sollen wir ja tatsächlich auch mal ein bisschen Sommer kriegen hier im Norden. Und ja, bleibt mir alle gesund, passt auf euch auf. Ja, und wie gesagt, schön kreativ. Und wenn was ist, meldet euch, ja? Bis bald. Tschüss.